Hey Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier bei einer weiteren Folge von TCGO Pokémon Sammelkartenspiel Online. Ja, gestern, das Deck lief jetzt noch nicht so ganz so, wie ich es gerne haben möchte. Beziehungsweise der letzte Kampf hat schon besser geklappt, nur ich habe falsch gespielt. Und ja, ich hatte ein wenig Pech gehabt. Was soll ich dazu sagen? Gut, kommen wir heute zum nächsten. Und zwar eigentlich speichern. Ich wollte das so machen. Einmal ein Mega Bisaflor Deck. Ich habe es nicht gespeichert. Drei. Sollten drei drin sein. Muss ja gleich mal speichern. So. Ein Mega Bisaflor mit Giflor. Und Illuminise von allein rechter Hand ist extrem interessant. Ich bin sehr gespannt, wie das Deck halt so sein wird. Muss mal hier. Dann. So, zwei Ends. Da. Rebell. Hammer Switch. Okay. Keine Top-Elixiere drin. Pack da jetzt mal noch Top-Elixier rein. Ich weiß nicht, es hat wohl sich nicht gespeichert. Ich habe es nicht gespeichert. So. Gut. Speichern, Gift und Para. Dann versuchen wir es. Oh, das ist sogar Standard. Wir bleiben aber momentan in den erweiterten Modus und machen weiter. Vielleicht kriegen wir jetzt das Booster. Wäre ja echt schön. Aber zunächst brauchen wir erstmal einen Gegner. Ich hoffe, das klappt alles, dass ich irgendwie schnellstmöglich Illuminise bekomme und halt das Bisaflor schon mal mit Energie ausstatte. Okay. Wollte gerade sagen, spielt keiner mehr im erweiterten Modus. So, wir begrüßen mal Gidan Tribal 88. Wir bekommen Myrapla. Bin gerade überlegen. Eisstein. Aber wir gucken erstmal, was wir so bekommen. Bobungos. Wird wahrscheinlich ein Silvaro-Deck sein. Espel. Espelle werden auch gar nicht mal so verkehrt. Wollte ich jetzt bestimmt jetzt mit Bautz gerechnet. Ich opfer. Astrid wollte ich. Astrid. Geistesbund eventuell. Überlegen, ob ich
Geistesbund wegschmeißen. Mann. Naja, wir machen Geistesbund. Oder? Ne, ich glaube, ich warte. Das ist schwierig jetzt. Passt. Modelle. So. Dann warte ich noch eine Runde. Tausch aber aus. Essball. Berak. Ja, Berak. Aber das juckt mich eh nicht, weil ich nicht, vergiftet werden kann. Okay. Dann kann man das schon mal machen. Und dann hoffe ich mal, dass ich jetzt was Gutes kriege. Läuft gerade gar nicht. So, Lemonese hält sogar eine Attacke aus. Ich glaube, ich hole dann Energie. So, wir holen uns erstmal rechte Hand. Ich muss erstmal das Bisaflor aufbauen. Hey, machen jetzt Geraldine Brief. Hab ich nicht. Hab ich nicht. Dann Alexia. Ich hoffe, es klappt, bitte. Shit. Das ist natürlich jetzt schlecht.
Jetzt hatte ich hatte jetzt was vorgehabt, aber es funktioniert nicht. Könnte ihn verwirren. Nein. Wir gehen. Ach, ich hätte. Okay. Ja, es, nee, ich muss gleich jetzt eine Energie ziehen. Irgendwas in der Art. Und N wäre jetzt für mich stark. Energie, okay. Rechte Hand. So. Dass er nichts auf der Hand hat, kann ich nicht glauben. Okay, so, jetzt muss ich überlegen. Riesenranke. Der Typ wird unparalysiert. Nämlich OP, ey. Paralysiert und vergiftet. Recht. Los. Okay. Ich habe einfach nichts, ne? Spiel das. Da kann ich nicht tun. Oh Mann. Es wird definitiv ein Silvaro GX sein. Platzahn. Ich hab nur eine Dingens, ne? Nur eine super Angel, oder? Ich muss gleich mal nochmal nachgucken. Eine super Angel, oder? Ich weiß es gerade nicht auswendig. Ja, sag ich ja, es wird ein GX sein. Kampfhahner wäre jetzt super geil. Mann, ey. Ja.
mache ich denn damit, ganz ehrlich? Ach, ey. Kann ich nichts anfangen. N. Noch zwei Energie. Drei habe ich noch. Delas oder sowas. Hier ist gleich aber trotzdem mal N. Mindestens zwei Karten auf der. Die Flordelis. So, erstmal paralysieren und vergiften. So, dann kann er nämlich nichts mehr machen. Keine Post. Sanna. Hilf. Sieht natürlich so aus. Mit 5 Karten. Hat er sowas wie Heilung dabei. Nein, Ariados. Kann trotzdem noch Fehlerfall benutzen. Ach du. Wir machen das so. Dann haben wir das schon mal fertig. Und weiter geht's. Attacke. N. Astrid. Okay. Eben werde ich das, glaube ich. Ich dann hole ich mir was, was 60 hat. Ist mir jetzt eigentlich egal. Müsste es gewonnen. Ah, nee. Nee, besiegen tut er mich nicht. Nein, nein. Schafft er noch gar nicht. Selbst wenn die Paralyse kommt. Habe ich noch Astrid. So, jetzt kommt 30. Damit habe ich eigentlich gewonnen, ne? 120. Ja, sehr schön. Erste Runde ist gewonnen. Es verlief jetzt nicht so, wie ich es gerne haben möchte, aber naja. Gewonnen ist gewonnen. Aber ich glaube, ich muss am Deck doch noch ein bisschen rumfeilen. Fällt mir noch nicht so ganz. Ich bin überlegen, ob ich überhaupt Giflo reinsetzen soll. Ich darf dann keine Itemkarten mehr spielen. Das ist natürlich für dieses Deck natürlich heißt, ich muss vorher überlegen, dass ich Illuminese etc. schon mal Energie angelegt habe. Ich werde wahrscheinlich die Hyperbälle in Nestbälle umtauschen. Bälle gehen eigentlich. Querball habe ich hier und hier. Hyperbälle werde ich wahrscheinlich durch Nestbälle mal
Top. Überlegen noch. Statt Superangel. Und oder Astrid. Astrid. Ach, wegen eines Revitalisierer mit. Machen das mal so. Bleiben. Kann eigentlich auch bleiben. Sowieso. Ach, ich habe hier keine Kampfhahn da drin, sehe ich gerade. Ach du. Das ist doof. Glaub. Bin mir umschlüssig. Die Flur nicht nur einmal reinnehmen, weil die Flur bringt mir eigentlich so regeln nix. Dann hab ich ein bisschen mehr. So, Kampfhand habe ich drin. Dame. Hexe packe ich auch mal eine rein. Kann ich hier immer noch Tausch Astrid reinpacken? Was? Nee, ich wollte nur eine Hexe rein. So. Weil Giflor ist natürlich so eine Sache, ne? Kein Spieler darf Itemkarten von seiner Hand spielen. Ist natürlich auch für mich ein Hindernis, wenn ich jetzt hier darum denke, das sind alles Itemkarten. Das würde ja nur gut gehen, wenn ich, wenn Noctu, dann Itemkarten nicht mal schlecht auf meiner Hand. Das heißt, ich darf hier nichts spielen. Das ist ärgerlich. Das muss ich dann aufpassen, damit das alles soweit fertig ist. Geht das jetzt einfach mal aus. Ich habe mir jetzt noch nicht keinen Kampfhahn drin gehabt. Das ist, sogar noch standardfähig. Und wir haben das Booster geholt. Sehr schön. Vielleicht hat jemand noch ein anderes, anderen Vorschlag für das Mega Bisoflor. Und probiert das dann mal 2.0 Version. Probiere ich das mal aus. Ich war überlegen, auch noch Gewaltrum mit reinzunehmen, anstatt halt, das Giflor. Bei beiden jetzt nicht. Welche Pokémon drin sind, außer hier jetzt Mega Bisoflor. Okay. Es wäre schön, wenn ich einen Nestball kriege oder sowas. Arctos. Und Labrat. Nestball. Oh, sehr schön. Floor.
könnte es sofort entwickeln. Ich ziehe jetzt schon mal Energie aus. So, ich kann sowieso jetzt erstmal mich nur einschläfern. Jetzt ist die Frage, ob ich aufwache. Okay, ich wache auf, sehr schön. Dann noch einmal das. Ich hatte schon mal 3 Energie, das ist schon mal gut. Es fehlt mir natürlich noch Geistesbund. Was trotz werde ich gleich die graue See wegkloppen. Er zieht aber 5 Karten. Angriff hätte jetzt keinen Sinn mehr. Kopf. Zweimal Kopf. Tut weh. So. Platan, okay. Mega Bisoflor. Wollt Revitalisierer reinpacken, ne? Egal. Platan. Vielleicht habe ich ja noch Glück. Nichts, okay. Aber Geraldine, das heißt, in der nächsten Runde habe ich Mega Besaflor. So, wir vergiften ihn erstmal. In der nächsten Runde glaube ich, gehe ich auf Heilung. Dann kann ich mich in Ruhe entwickeln. Tarn sieht jetzt nicht danach aus. Ich möchte seinen Labras stoppen und ich werde das auf jeden Fall verhindern. Egerbeserflor. N kam jetzt nicht. Könnte noch kommen. Alter, Trippelkopf. Trippelkopf. Ist natürlich für mich unschön gewesen. Gucken, was sagt die Trainerpost? N. Moment, ich kann Double Switch machen. Machen das so, wir heilen. Ziehen zurück. Und heilen. So. Top Elixier. Ufer will er nämlich reinnehmen. Aber das werde ich jetzt hoffentlich verhindern können. Dass er jetzt Eisstrahl benutzen kann oder Blizzard. Ich könnte mich jetzt nochmal heilen, aber ich bekomme 60 Schadensmarken. Deswegen. Machen wir das denn jetzt? Wir ziehen zurück. Wir machen das so. Wir holen Abras, ziehen uns zurück, bewirren ihn und dann hole ich mir
Vielleicht habe ich dann Glück und hol dann den Geistesbund und dann geht's los. Ach, der hat sogar Schwäche, ne? Auf Labras. Sollte One-Hit sein. Jetzt mit... Jawohl, mit Geistesbund. Könnte es knapp werden. Aber er geht weiterhin darauf. In der Junge behält aber noch die Verwirrung. Er schickt natürlich das Labras weg. Holt sich, glaube ich, das Arktos, ne? Ein Regieis. Gut, dass wir verwirrt haben. Aber er kommt durch. Er kommt durch und hat natürlich jetzt den Dingensbuff, ne? Kann ihn nicht angreifen. Kann ihn nicht angreifen. Ich heile mich. Heile mich. Ja, kann nämlich nicht angreifen. Diese Soundeffekte, ne? Schlimm. So, er muss einmal nicht durch die Verwirrung durchkommen. Und da ist ein Wildtalisman. Ach, der Bodyguard wieder. Macht aber mehr Schaden jetzt. Er kommt schon wieder durch! What the fuck, ey? Spielen N. Komm schon wieder durch. Das Drecksregeeis, ne? Ja schon wieder durch. Hoffe mal nicht, ey. Komm schon, zahl. Ansonsten habe ich verloren. Sehr. Konnte die Verwirrung noch nicht heilen. Maximaler Sada ist noch nicht aktiv. Ernsthaft? Dreimal hat der Lack gehabt hier, dann kann ich... Nee, nee, scheiße. Das ist natürlich ärgerlich. Mega ärgerlich. Mega lucky. Mega lucky der Typ, ey. Pinsir 00. Mega, mega lucky. Also dreimal und ich habe nicht mal einmal Lack gehabt. Rauszunehmen. Na. Okay. So. Ja, ich probiere aus, was jetzt am besten. Schade, ey. Ich hätte. Das war aber super gespielt von ihm, ne? Regieis. Kam sogar durch die Verwirrung die ganze Zeit durch, was mich sehr ärgert. Ja, in dem Fall hätte ich einen Pokémon Ranger gebrauchen können, aber ich kann nicht überall immer das mit reinnehmen. Ich kann ja nur heiter werden hier. Doppelfarblose habe ich nicht drin. Luxtra? Oder Turbo? Fragezeichen. Oh, bekomme schon mal eine Energie. Fang an, ne? Machen das mal so. So. Spielen N. Vielleicht helfe ich ihm.
Reicht aber auch nicht. Hätte eher was ganz anderes gewünscht, aber nein. Voll, die ist weg. Will jetzt noch nicht entwickeln. Ich habe keinen Brief drin, ne? Oh. Oder? Nee, ich meine nicht. Ziehen. Auf zu ziehen. Gerade gar nichts. Hier unten. Ich versuch's einfach mal. Ich hol mal Platan. Ach, das läuft gerade gar nicht. Null. Das ist natürlich sehr ärgerlich gerade. Mittlerweile 60 Schaden schon auf das Konto. Nestball. Entwickeln und Platan. Kommen Energie, das ist gut. So, rechte Hand. Ja, ich gehe jetzt auf ihn. Ich hoffe mal, dass ich irgendwann auch mal die Dame ziehen werde oder aus den Preiskarten. Ob Alexi bringt so gerade nix. Gehen jetzt schon mal auf das andere Besa-Floor. Das eine schon mal fertig. Alle restlichen Energien gehen an das andere Beta-Floor. Es sind 4 Energie. Es ist nicht. Es ist wirklich doof, aber naja, was soll ich machen? Wow. Ich hab ein N. Wumsch sich nochmal zu. Ich hab ein. Vieles. Und immer noch hier entwickeln? Das ist folgende. Ja. Nicht. Oh, wir setzen jetzt aber trotzdem Fort Elis ein. Gegen das Raikou. Ja.
heilt sich zwar, aber ist halt immerhin paralysiert und vergiftet. Wow. Das war jetzt gut. Ich glaube, das tut jetzt weh, ne? Ja, es tut weh. Er lebt aber noch. Ja, noch einmal das Vergnügen mit der Dame. Wäre jetzt echt ätzend. Brief. Okay, geht auf den Schein. Gut. Ich weiß gar nicht, wie viel ich habe, glaube ich, Superangel E für die Energie auf. Ich krieg irgendwas. Pokémon Center Dame. Nehmen wir auch sogar so Erinnerungsstätte. Hätte ich auch gerne. Brille. Entwickelt jetzt, okay. Ja, okay, safe. Safe. Gespielt auf jeden Fall. So. Gucken wir mal, wie viel wir noch zupumpen können. Ich glaube, ich habe nicht genug Energie. Ich meine, ich habe nicht genug Energie. Nur noch eine. Die Superangel. Kampffahnder, Superangel, Geraldine, das wäre das, was mir noch helfen könnte. Selbst Revitalisierer bringt mir nichts. Ich muss wahrscheinlich zwei Superangel mit drin haben. Oh mein Gott, ein Kapuriki. Ernsthaft? Ich dachte, das kann... Oh nein. Wenn dieses Pokémon... Wären deines Zuges auf die Hand auch dein Pokémon spielt, kannst du beliebig viel Energie von deinen anderen Pokémon auf dieses Pokémon verschieben. Wenn du das machst, tauscht dieses Pokémon dein aktives aus. Also das ist... was ist das für ein Luxdorf? Macht das nicht. Himmlische hohe Klau. 130 Schaden. Kapudonna. Diese Attacke für 50 Schadenspunkte mal der Anzahl der in allen Pokémon Energie. Oh. Really? Really? Ja, okay, ich hab verloren. Ich hab verloren. Es liegt einfach daran, dass ich eine Superangel brauche. Das ist es nämlich. Ich brauche eine Superangel. Kann ich keine Energie anlegen. Ja, das ist Deck ist, das läuft einfach nicht, ne? Das läuft einfach für mich gar nicht. Vier Energie sind mir viel zu teuer. Was hat er denn hier? Chinesische interessantes Luxtra.
Dieser Angriff fügt einer deiner Pokémon 20 Schadenspunkte. 80 Schaden insgesamt. Wirf eine Münze, lege bei Kauf an das Verteidigen Energie. Scheiße. Das ist mein Todesurteil. Schönes Deck, gut gespielt. Ich habe verloren. Verdammt! Ey, ich habe einfach keinen Luck, ne? Ich habe eher ein anderes Luxal. Wenn ich das nicht hier besiegen kann, dann habe ich so gut wie verloren. Brauche aber Super Angel. Jetzt geht's hier rum. Aporiki. Ja, schade. Ja, ohne Super Angel geht gar nichts. Super Angel. Fick dich, ehrlich. Ich brauche eine Super Angel. Ach, Manno. Ich hasse das, wenn das nie klappt. Yeah, ich brauche die ganze Zeit eine Super Angel und ich kann es nicht hinhalten. Ich kann nicht opfern. Ich habe verloren. Jetzt muss ich sogar meinen Bisasaur reinschicken. Und ich habe verloren, ne? Super Angel. Endlich! Endlich! Meine Fresse, wird doch mal Zeit. Geraldine. Super Angel. Eigentlich. Das wird wahrscheinlich nicht. Ausreichen. Nee, ich hab doch verloren schon. Viel zu spät. Na, ich hab verloren. Er hat ja noch eine Preiskarte. Haha! Ja, sehe ich jetzt erst. Viel zu spät, die Superkarte. Viel zu spät. Schade. Also das Deck läuft einfach nicht. Ja, das Deck läuft einfach gerade nicht. Ich brauche irgendwas anderes. So zwei Super Angel brauche ich. Brauche eigentlich mehr Energie, ey. Giflor hat mir überhaupt nichts gebracht, ne? Ich schmeiß, glaube ich, auch Giflor raus, ey, ganz ehrlich. Mach dafür Energie rein. Jetzt in Energien. Das reicht mir eigentlich, Illuminisa. Ich glaube, das mit Nestball und mit Schwerball auch. Ich hier irgendwie noch was? Okay, ich habe drei davon. Vielleicht Lamelux. Ich bin mal auf eure Kommentare gespannt, was für Pokémon Kombinationsmöglichkeiten da sind. Ja, zwei los. Ja, weil ich einfach keinen Luck hatte. Bin mir unsicher, ob ich falsch gespielt habe, aber kann möglich sein. Schade! Zweimal lose, ein Win. Ich habe einfach keinen Luck gehabt mit den ganzen Cardboard. Ich brauchte Super Angel und dann bekomme ich nur Rotze und dann kommt das alles viel zu spät. Um Energie irgendwie auf das Mega Bisasaur. Turbo wäre auch noch ein. Der Turbo. Ich weiß gar nicht, das ist so schwierig. Ne? Ich brauche alles in diesem Deck. Mega Turbo hätte mir wahrscheinlich noch den Arsch gerettet.
Mega Turbo. Da hätte ich Energie anlegen können. Ich hatte genug auf dem Friedhof. Ja, ich modifiziere das hier, ne? Ich brauche die ganzen. So. Vielleicht einen anderen Pokémon noch verbinden, aber das wird schwer. Lamalux würde ich auch gerne. Dann kann ich die ganzen Bälle rauswerfen. Schwerbälle. Ich könnte Schwerbälle rausnehmen und dafür halt Lamalux reinpacken. Lamalux? Sehe nicht. Lamalux. So. Nehmen wir das. Das. Das könnte auch noch funktionieren, weil mit Nestball kann ich mir halt Illuminese das und das holen. Und wenn ich dann halt ihn habe, überlegen, ob ich jetzt entscheide, Top Lexi und Mega Turbo nehme. Da noch was umändern. Aber ich bin mega gespannt auf eure Kommentare, ganz ehrlich. Dieses Feintuning, ne, das ist echt schwer. Man braucht alles, man braucht so vieles. Aber man hat nur 60 begrenzt. Das könnte ja klappen, aber ich muss irgendwie Lamalux schneller holen können. Das geht nur mit Hyperbällen. Oder mit Kampffahnder und Kampfverdichter und Revitalisierer. Das wäre auch noch eine Option anstatt Top-Elixier. Drei davon rein und Elixier weg. Brief. Vieles, ne? Leute, das ist so schwierig. Brief. Ein Brief. Ball. Zwei Hyperbälle und das dann. S-Ball. Wir packen dann noch einen Dichter ein. Ist das denn nicht? Fällt dich da ein? Hä? Ach, das geht gar nicht, weil dann wäre es Dingens. Nicht standardfähig. Ja, dann. So. Kann auch noch Hyperball Revitalisierer noch später dann holen, wenn Bobungus etc. Ich lasse das jetzt mal so mit Lamalux und werde das dann eventuell dann nochmal probieren. Oder ihr sagt mir was ganz anderes. Ja gut, zwei Lus. Es waren aber länger Kämpfe, man sieht's. Ja, ich habe mich rangehalten. Aber es wollte nicht so sein. Megaturbo hat mir in der Situation echt geholfen, weil ich hätte Energie anlegen können, aber ja. Es ist immer so doof. In manchen Situationen wünscht man diese Karten, in den Situationen braucht man die Karten, aber dann hat man die natürlich dann in der Situation nicht im Deck drin. Ich bin sehr gespannt auf eure Vorschläge, was für Pokémon und Trainerkarten etc. ihr mit reingenommen hättet, die natürlich Stand- und Erweitert-Modus sind. Wenn nur erweitert, dann hätte ich Kampfverdichter mit reingenommen. Aber gut, das war's für diese Folge. Wir sehen uns bei einer anderen Folge. Also, bis dann!